Barrierefreiheit ist eine Forderung unserer Zeit, mehr denn je. Eine Burg war eigentlich immer genau das Gegenteil. Das war eigentlich eine Barriere an und für sich. Das heißt, möglichst schwer zu begehen, zu ersteigen und zu erklimmen. Und jetzt ist natürlich auch so ein Spagat zu machen, nachdem man die Burg öffentlich macht, das heißt, möglichst vielen Leuten die Burg herzeigen will. Nichts ist eben und gerade. Und so haben wir jetzt uns eigentlich die Burg so weit durchgedacht, dass zumindest Teile, und zwar die interessanten Teile der Burg, barrierefrei begehbar sind. Da muss man mal zuerst da heraufkommen, Casa sowieso, dann weiter zum Burginnenhof. Und dort auf jeden Fall Restaurantbereiche, das ist das Erdgeschoss und unten auch der Keller, sollte auch barrierefrei sein. Und die Bereiche im Südtrakt, da gibt es Ausstellungsbereiche über drei Geschosse mit der Kapelle und dem Vorbereich von der Kapelle. Das sind eigentlich diese Bereiche, die barrierefrei erschlossen sind. Der große Vorteil ist, dass man mit dem Gerät solche Steilheiten wie da, speziell jetzt da, wenn noch groß ist oder noch nicht so befestigt, dass man da auf alle Fälle mit denen raufkommt. Später mal, wenn das befestigt wird, auch noch, dann kommt man nur leichter rauf und dann kann man mit sowas leicht rauffahren. Mit einem Elektrorollstuhl wird es da schon schwierig, der wird da wahrscheinlich nicht mehr raufkommen. Sagen wir mal so, es ist bewältigbar, man muss ein bisschen eine Einschulung haben für das Gerät, dass man weiß, wie es funktioniert. Und dann ist eigentlich kein Problem, so ein Gelände da zu befahren. Ich denke, jeder, was selbstständig einen Rollstuhl bewegen kann und physisch in der Lage ist, diesen Rollstuhl zu bewegen, der kann das mit dem Teil auch lernen. Ja, das Swiss Truck, so wie der heute dort hergezeigt ist, waren, muss ich sagen, ist natürlich eine Möglichkeit, dass man mit einem Rollstuhl zumindest diese Steigungen überwindet, weil mit diesen Neigungen laut ÖNA, mit den 6%, sind wir da natürlich hoffnungslos verkauft da herum. Nicht? Also das ist eigentlich alles steiler. Auf der anderen Seite ist es einfach eine Möglichkeit für noch agile Rollstuhlfahrer, dass die selbstbestimmt eigentlich durch die Burg fahren können. Und das ist sicher eine Möglichkeit, die wahrscheinlich immer häufiger wird. Es gibt auch, wie gesagt, Tourismusregionen, die was so ein Gerät haben, wo die Leute wandern können, ob das jetzt irgendein Talrhein ist oder irgendein Wasserfall oder sowas, zum Beispiel, dass sowas nutzen können. Das wird immer mehr gefragt. Und dann ist natürlich toll, weil nachher die Rollstuhlfahrer oder die gehandicapten Leute auch so Sachen wie da die Burgerzaffer zum Beispiel aufkommen, weil ich kann man da sonst nie auf. Da müssen wir wahrscheinlich zwei oder drei Leute aufschieben und das ist sehr aufwendig natürlich.